Willkommen in Oberwiesenthal. Heute möchte ich euch die vier Hübeltor vorstellen. Regional sagen wir immer, das ist die inoffizielle Weltmeisterschaft im MTB Mountainbike Marathon im Erzgebirge. Denn jedes Jahr im August trifft sich hier das Who des regionalen Mountainbikesports. Die Strecke startet am Wichtelberg und geht dann über die sogenannten vier Hügel: Bernstein, Pöhlberg, Scheibenberg, Oberbecken, zurück zum Wichtelberg. Das ist eine sehr anspruchsvolle Strecke mit 90 Kilometern und 2400 Höhenmetern, aber wunderschön zu fahren und auch nicht technisch anspruchsvoll, aber eben konditionell anspruchsvoll. Und genau diese Strecke möchte ich euch heute zeigen. Sie ist teilweise Bestandteil auch des Stoneman's Miriquidi hier im Erzgebirge. Und ich kann sie nur empfehlen, wenn ihr mal im Erzgebirge seid, wenn ihr mal im Wiesental seid, dann fahrt diese Strecke mal. Der Hübeltor 2020. Startpunkt. Sessellift, Talstation. Es ist 9.45 Uhr und es geht als erstes in Richtung Bernstein. Na dann, los geht's. Gleich nach dem ersten, nach dem Start, geht's einen richtig berüchtigten, knackigen Anstieg hoch. Aber dann könnt ihr euch erstmal wieder ausruhen. Weil 14%, 15% im Schnitt die letzten 50 Höhenmeter. Bernstein geschafft. Also ich habe gebraucht 30 Minuten bisher. Okay. Weiter geht's. Es geht dann anschließend um den Bernstein etwas herum, bevor es dann Richtung Pöhlberg geht. Aber da kommen noch mehrere kleine Abfahrten und auch noch mehrere kleine und größere Anstiege zwischendrin. Der finale Anstieg zum Pöhlberg kommt ihr aus Königswalde raus. Das ist nochmal ein richtig steiler Anstieg. Da heißt schon Kraft einteilen. Und dann geht es Richtung Pöhlberg. Der Pöli. Zweiter Hügel. Der eigentliche Anstieg ist dann auf Asphalt. Am Anfang noch relativ human, wird aber auch hinten raus immer steiler. Länger als der Bernstein, also auch wiederum schön einteilen. So, 30 Kilometer. Von Oberwiesenthal, 1 Stunde 15 Fahrzeit. Jetzt geht's Richtung Scheibenberg. Erstmal wieder bergab und dann noch ein paar Zwischensteigungen. Und wir haben bis jetzt etwas über 750 Höhenmeter. Also, weiter geht's. I tried to guard it. I tried harder you stay. I sacrificed for you.
etwas unscheinbar, aber da ist der Scheibenberg. Auch hier fahren wir erstmal ein bisschen drumherum und dann die Straße direkt zum Gipfel. Scheibenberg, der dritte Hügel. So, 1 Stunde 56, 1100 Höhenmeter. Von hier geht es jetzt Richtung Pumpspeicherwerk, Magersbach, Unterbecken, Oberbecken. Zählt nicht als Hügel, aber ist eigentlich auch ein richtiger Hügel. Okay, weiter geht's. Der Anstieg zum Oberbecken des Pumpspeicherwerks. Vier Kilometer mit einer durchschnittlichen Steigung von 7% und 300 Höhenmeter. Man hat zwischendrin ein sehr steiles Stück. Ephraim Haus. Fahrzeit 2 Stunden 45. Wir haben jetzt 1500 Höhenmeter. Wir haben jetzt noch 16 Kilometer bis zum Fichtelberg mit knapp 800 Höhenmeter. Okay, also auf zum letzten Hügel. Jetzt gehe ich ins Bett und nehme ich.